ungefähr einmal zu spät gekommen. Ich bin ja am Hauptbahnhof angekommen, wollte das erstbeste Taxi springen, aber das ist ja hier nicht möglich. Ich wurde mal weiter eigentlich von irgendwelchen Leuten, die irgendwo hingezeigt haben, gesagt haben, das Taxi ist das Richtige. Und dann wollte ich da einsteigen, wenn der mir wieder, das Taxi ist das Richtige. Ich wurde wild hin und her erreicht, bis ich am Schluss vom ersten Taxi wieder mitgenommen wurde. Und der Mann mich fest in den Arm genommen hat, ich konnte mich aushalten, das bin ich aus Berlin ja nicht gewöhnt. Darum geht's. In folgender Geschichte. Hallo Sie, ja richtig Sie. Sie strahlen so viel Lebensfreude aus wie ein Bart im Tiefkühlfach. Ihr bevorzugter Gesichtsausdruck ist der von Marie Antoinette, kurz nachdem ihr Kopf ins Körbchen geplumpst war. Sie besitzen die Reflexe einer Wildschnecke, sind von Natur aus boshaft und hassen alles, was sich bewegt. Sie reden äußerst ungern. Kommunikation beschränkt sich bei Ihnen im Wesentlichen auf die beiden Sätze: Was ist los? Und ich will nach Hause. Kurzum, Sie haben nur einen Wunsch im Leben, Sie wollen in Ruhe gelassen werden, dann bewerben Sie sich bei uns. Werden Sie die Servicekraft in Berlin? Warum Ihre schlechte Laune für sich behalten? Teilen Sie sie mit den Menschen, die Sie so verachten. So oder so ähnlich müssen die Anzeigen wohl gelautet haben, denen so viele Dresenkräfte, Taxifahrer, Verkäufer und Kassiererinnen Berlins ihre Arbeit zu verdanken haben. Bei dem Fresse zum Geld verdienen. Bei uns ist einfach alles möglich. Anders ist es ja auch kaum zu erklären, dass zum Beispiel von den Angestellten im Spätkauf immer eine dermaßen eisige Stimmung aussieht, dass man annehmen muss, der eigentliche Verkäufer liegt bereits gefesselt und geknebelt unter der Tür. Und man wird stattdessen von dem Typen bedient, der gerade den Laden überfallen hat. Und es würde auch erklären, warum man bei einem Beratungsgespräch im Mediamarkt aufpassen muss, dass man am Ende nicht doch mit einer Waschmaschine von Sony und einem DVD-Player von Miele nach Hause fährt. Oder warum die Kassiererin bei Aldi die auf dem Band liegenden Waren immer mit einer dermaßen Geschwindigkeit über den Scanner jagen, dass man als normaler Mensch ohne besondere Superkräfte überhaupt nicht in der Lage ist, die feilschnellen Produkte irgendwie aufzuhalten und unversehrt im Kopfsport zu versenken. Seit der 75-jährige passionierte Schmetterlingssammler Reinhard Springel im Mai 2011 kurz vor Ladenschluss von einem Bund Suppengrün und drei Radieschen durchlöchert wurde, empfehlen Verbraucherschützer bei Supermarkteinkäufen ab 19.45 Uhr mittlerweile ja bundesweit das Tragen von Gemüse sich auch Oberbekleidung. Und wer jemals der Fahrkartenverkäuferin am S-Bahnhof Landsberger Allee in die Augen schauen sollte, wird im ersten Moment nicht umhin kommen, bei sich zu denken: Mein Gott, ich sehe tote Menschen. Ich meine wirklich, in Berlin kennt die Lustlosigkeit im Dienstleistungsgewerbe doch keine Grenzen mehr. Ganz objektiv ist sie billig als Kundin natürlich auch nur ein lästiges Stück Scheiße, das am Produkt klebt und den Verkaufsvorgang unnötig in die Länge zieht. Aber da muss man wieder nicht gleich so auf die Nase bringen. Mittlerweile habe ich es ja verstanden. Ich sage doch schon gar nichts mehr, wenn mich der Taxifahrer, nachdem ich ihm mitgeteilt habe, dass ich gerne eine Kurzstrecke in die Knick-Rode-Straße in Anspruch nehmen würde, anschaut, als hätte ich ihm meinen angelegten Finger ins Ohr gesteckt und der daraufhin die ganze Strecke zur Strafe bei geöffneten Fenstern mit 70 km/h absolviert, nur nach exakt 2 Kilometern so abrupt zu bremsen, dass er mir fast die Haut vom Gesicht reißt. Und ich beschwere mich auch nicht, wenn mir die Kellnerin in der Grizzly Bar in Kreuzberg zum zweiten Mal hintereinander das falsche Getränk über die Hose schüttet, bevor sie sich mit den Worten "bloß nicht verreinen, trocknen lassen und dann ausbürsten" verabschiedet. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass ich keine Angst um Leib und Leben mehr haben muss oder mit einem bösen Fluch belegt werde, nur weil ich in der Hauptstadt eine Dienstleistung in Anspruch nehme. Also gebt euch einen Ruck und lasst die Freundlichkeit wieder in eure Herzen zurückkehren. Die Dresenkräfte, Taxifahrer, Verkäufer und Kassiererinnen Berlins, die ihr da draußen dauert und uns das Geld aus der Tasche ziehen wollt, sonst gibt's das auf die Fresse.